Ja, servus und herzlich willkommen zurück beim Joe. Heute soll es um das Bob Ross Tutorial gehen, beziehungsweise, ja, ich wollte euch ja einfach mal mitnehmen, wie ich mit dem Bob Ross Master Malkurs Set eine Landschaft male und hatte ja auch schon das Set einmal vorgestellt. Das war ja hier in dem anderen Video, was gerade zu sehen ist. Und habe euch da mal alles gezeigt, das kann ich auch nochmal verlinken, was quasi alles so drin ist. Und jetzt wollte ich mich einfach mal aufmachen und ein Landschaftsbild machen. Wie gesagt, das ist mein erstes richtiges Bild, was ich male nach dem Kunstunterricht in der Schule. Und da konnte ich das auch nicht sonderlich gut, also war da nie gut drin, aber wollte mich jetzt einfach mal probieren. Und dann habe ich angefangen und erstmal Liquid White als Hintergrund genommen und etwas blau, ich glaube Arctic Blue heißt das, auf die Wand geschmiert, um dann jeweils oben den Himmel und unten das Wasser schon mal darzustellen, was man hier gerade sieht. So, dann habe ich etwas vom Weiß auf die Farbpalette gekratzt mit meiner Spachtel und dann sollte man das so ein bisschen dünn reiben, dass quasi so eine klebende Fläche entsteht, dass die Spachtel quasi schon auf dieser Fläche kleben bleibt, indem man das so ein bisschen lang zieht und dann eine kleine Wurst auf diese Spachtel rollen. Hier sieht man es nochmal so ein bisschen, ne? So eine kleine Wurst und dann einmal quasi runterziehen mit ganz wenig Druck. Und dann entstehen da diese schönen Schnee, ja, diese Schneeoptik, diese verschneite Optik. Ist mir nicht ganz so gut gelungen. Ich war da nicht ganz so zufrieden mit, weil man es jetzt, glaube ich, oben an der obersten Bergspitze sieht, ist wirklich sehr viel verschmiert. Das lag so ein bisschen daran, dass ich zu viel Farbe unten drunter genommen hatte und ja, dadurch ich einfach diese untere Farbe, die noch nicht getrocknet war, dann mitgezogen habe. Genau, ein paar Bäume gemalt und ein paar Büsche getupft mit dieser Tupftechnik, das sieht man da nochmal. War eigentlich alles recht gut erklärt, da rechts liegt ja auch nochmal so, sah man gerade den Zettel, wo dann ja immer wieder so Schritt für Schritt alles eigentlich so ein bisschen erklärt war. Genau, es waren dann noch einige Sachen mit der Spachtel zu tun, jetzt gerade geht es glaube ich um den rechten Baum, da malt man dann den Baumstumpf. So ein bisschen weißer und brauner Farbe auf der Spachtel. Und tupft das Ganze dann so ein bisschen runter. Sieht wirklich relativ realitätsecht aus. Was noch ein Problem war, was ich im Vorfeld vergessen hatte, war, dass ich kein Terpentin oder Verdünner zu Hause hatte, um die Pinsel sauber zu machen. Und Ölpinsel mit Wasser sauber machen war wirklich schwierig immer wieder zwischendrin. Das war wirklich ein Kampf. Genau, da sieht man es noch, wie ich den Baumstumpf mache. Ja, das ist jetzt so das erste Resultat. Ich muss sagen, an einigen Stellen wirklich sehr nervenaufreibend, weil es mir nicht so gelungen ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber es ist mein erstes Bild, also Kunst. Sonst immer nur eine 4 gehabt oder so, also wirklich gar keine Vorkenntnis. Ich glaube, dafür kann man ganz zufrieden sein, aber vieles hat nicht so geklappt, wie dann im Endeffekt die Vorgabe ist. Also gerade, das habe ich auch nochmal, das war gar nicht mit dem Plan, diese komische Hütte. Da ist mir jetzt aber noch eingefallen, dass die auch jetzt eigentlich nur 2D gezeichnet ist, was nicht ganz so gut ist. Ansonsten hier die ganzen Büsche hier in dem Bereich und in dem Bereich, diese Bäume finde ich überhaupt nicht gut. Die finde ich, sind mir ganz gut gelungen. Bei den Bergen habe ich auch noch mal viel zu meckern, weil das Weiß da nicht so gehalten hat, wie ich das wollte. Also das will das gar nicht so verwischt haben, sondern im Prinzip will ich es eigentlich lieber so da mit so einer Maserung, sage ich mal. Das finde ich, sieht immer besser aus und dieses Gewischte, das finde ich, sieht nicht so schön aus. Von Weitem geht's, ne? Aber es gibt viele Dinge, die ich hier noch besser machen würde. Ich glaube, so wird das auch immer sein, wenn man irgendwas malt, aber fürs Erste kann man, glaube ich, ganz zufrieden sein. Und ich werde auf jeden Fall noch weitere Bilder machen. Also es hat Spaß gemacht, aber es war auch sehr nervenaufreibend. Jetzt machen wir mal alles sauber, alle Utensilien. 4 Stunden haben wir
jetzt so im gesamten Prozess, ne, gebraucht. Und ja, hat Spaß gemacht. Und genau, falls euch gefallen hat, dann gebt natürlich einen Daumen nach oben oder vielleicht einen Kommentar oder was ihr zu dem Bild sagt oder was man vielleicht noch besser machen kann. Ich glaube, bei mir war auch wirklich ein Fehler, dass ich teilweise zu viel Farbe an den Bergen, dadurch ist das Weiß nicht so gut gehaftet, auch oben schon das Blau, das war am Anfang zu viel. Ja, aber trotzdem, schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ja, gebt vielleicht einen Daumen nach oben, wenn euch das hier gefällt. Und ja, ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal und ciao.